Yo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei NASCAR 14. Wieder habe ich ja so aufgenommen, offscreen, ohne Aufnahme, weil ich dachte mir einfach, bei der Hitze heute habe ich mich schon beim MotoGP abgequält, weil ich sitze dann hier, habe das Fenster geschlossen, sitze dann halt hier hochkonzentriert, bist du am Fahren, bist am Reden, dann erzeugt es Wärme zwischen dem Popschutz des Mikrofons und dir beim Sprechen erzeugt es mega Wärme, warum auch immer, keine Ahnung, ich glaube, da geht halt nichts durch, ne, ist ja auch klar, dafür ist das Teil auch da, sonst hört man das Gepuste und so. Auf jeden Fall erzeugt das so eine Wärme und ich habe hier in meinem Zimmer schon 28,5 Grad gerade und das war heute Vormittag schon extrem scheiße, mir war übelst warm und dann dachte ich mir, bei der Hitze machen wir mal so leichte Kost, ne, so man isst ja auch ein bisschen weniger oder ein bisschen andere Sachen, nicht so warm. Und das Ganze machen wir auch bei den Videos heute, also ein bisschen leichte Kost heute. Dafür habe ich ein neues kleines Feature eingebaut, dann würde ich mich auch gerne freuen über das Feedback. Das werdet ihr gleich sehen, wenn das Rennen startet. Dann müsstet ihr das feststellen für die, die eigentlich immer dabei sind, die wissen das. Und ja, wenn es ein bisschen sich abgekühlt hat, werde ich natürlich auch normal Videos hochladen. Deswegen, mir ist auch vorhin der Fehler passiert, dass ich die Audiospur bei MotoGP 14 vergessen habe zu aktivieren. Das ist natürlich auch nicht so ganz qualitätsmäßig, was ihr von mir kennt. Tut mir leid, da kann ich mich wirklich nur entschuldigen. Jetzt, wie gesagt, hier in Rennen, wir sind in Michigan, wenn ich mich richtig entsinne, sind wir in Michigan mit Matt Kenseth unterwegs mit seiner roten Lackierung. Sind einige Lackierungen durch den Patch natürlich noch dazugekommen. So, und jetzt jeden Augenblick müsste das neue Feature kommen. Der Rennstart ist erstmal erfolgt. Einen guten Start erwischt, ganz gut nach vorne gekommen. Und da ist das Feature, eine Racecam habe ich eingefügt. Würde mich mal interessieren, wie euch das gefällt, diese Race Replay Cam. Ich finde es persönlich sehr cool und ich hoffe, euch gefällt das Teil. Dann werde ich bei den Gameplay-Videos immer so ein Teil einfügen. Bei den Karriererennen weiß ich noch nicht, ob ich das mache, weil die Rennen ja deutlich länger sind und dann dauert das deutlich länger, bis so eine Folge fertig ist. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es ganz cool, ich finde es sieht cool aus. Bei der Position bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Nur ich dachte mir halt, da stört sie nicht allzu sehr, weil da verdeckt nur das, oder da wird nur ein bisschen das Auto und die Karte verdeckt und nicht zu viel vom Spiel, weil sonst haben wir überall irgendwelche Anzeigen. Vielleicht kann ich die noch dahin machen, wo aktuell die persönliche Bestzeit und die beste Runde überhaupt und die Rundenzeit angezeigt wird. Vielleicht packe ich sie auch dahin, weiß ich noch nicht so ganz. Erstmal möchte ich von euch wissen, wie ihr das Teil findet. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich denke, das wird auch bleiben. Ich denke, euch gefällt es. Und ansonsten, wie gesagt, halt ein bisschen leichte Kost heute. Tut mir leid, dass ich nicht ganz so die Videos bringe, wie ihr das jetzt so erwartet. Und bei der Hitze ist das natürlich besonders scheiße, wenn man schon 28 Grad in seinem Zimmer hat. Dann ist das nicht so angenehm. Ich hoffe, ihr könnt die Entschuldigung annehmen. Aber dafür kriegen wir ein richtig fettes Rennen. Schaut mal in die Replay-Cam, da haben wir ein richtig schönes Duell. Das sieht man so, wenn man das so aufnimmt, das sieht man so gar nicht, was da hinter einem los ist. Und wenn man dann sieht, wie geil das aussieht, da habe ich gerade, ich glaube, Jillian war es, den habe ich da ein bisschen erwischt am Heck, aber ich glaube, da ist nichts passiert. Insgesamt war das ein sehr cooles Rennen. Vielleicht fahre ich nächstes Mal vorher noch die Quali, damit wir ein bisschen weiter vorne stehen, ein bisschen mehr Duelle haben. Und guckt euch das an, was da hinter mir abgeht. Da ziehen sie alle meinen Windschatten und kommen dann rausgeschossen und wollen dann natürlich so gut es geht vorbeikommen. Aber Leute, aber bei mir ist das natürlich nicht so einfach. Im Hintergrund hört ihr vielleicht ein paar Autos fahren oder so, weil ich habe, wie gesagt, Fenster auf, es geht sonst gar nicht. Sonst habe ich hier demnächst 30 Grad drin, dann kann ich ja gar nicht mehr hier leben. Das ist ja zum Heulen. Ja, und das hier ein schönes Duell, oder? Das ist richtig geil. Kliegerman, der ist übrigens neu in das Spiel integriert worden. Ich weiß es nicht, inwiefern der da jetzt in der NASCAR mal unterwegs war. Auf jeden Fall finde ich seine Lackierung sehr cool. Ich glaube, der hat vorne auf seiner Motorhaube oder ein anderes Auto was von der Muppet Show drauf. Oder eher gesagt von den Muppets. Ich glaube, die Nummer 66 war es. Ich weiß gerade nicht, welcher Fahrer das war, aber hat da auf jeden Fall eine richtig coole Lackierung, kann ich euch beim nächsten Mal zeigen, dann werde ich den Wagen vielleicht auch fahren, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, ihr habt ja, oder einige von euch haben in die Kommentare geschrieben, fahr auf jeden Fall eine Karriere oder eine Saison mit einem aktuellen Fahrer oder mit einem offiziellen Fahrer, mit einem echten Fahrer und da habe ich mir halt gedacht, ja, das machst du auch auf jeden Fall. Welchen Fahrer ich da nehme, weiß ich noch nicht. Einer hat schon geschrieben, nimm Jimmy Johnson. Klar, das ist der NASCAR-Fahrer schlechthin, den kennt so gut wie jeder. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. So, im Hintergrund, da sind wir gerade voll auf Angriff. Jagen da Landon Cassill vor uns her so ein bisschen, konnten da gerade so vorbeigehen. Marco Annett jetzt in der Nummer 7 vor uns unterwegs. Insgesamt war das wirklich ein sehr cooles Rennen. Jetzt gleich, wenn ich an Annett vorbeigehe, ist ein bisschen Ruhe drin, weil da so eine große Lücke zwischen den Feldern ist, zwischen dem vorderen Mittelfeld und dem hinteren Feld.
da eher gesagt hinteren Mittelfeld und ganz hinteren Schlusslichtern. Aber ansonsten, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal eine Qualifikation fahren und dann sollte das auf jeden Fall nächstes Mal besser laufen. Ich finde es ganz cool, mir macht es Bock auf jeden Fall sowas mal für zwischendurch zu machen oder generell mal sowas hochzuladen, weil mit der Replay-Cam finde ich super geil. Sieht sehr, sehr cool auf jeden Fall aus, gefällt mir wirklich sehr. Ich mag es, ich würde mich nur noch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das Ganze findet, was ihr davon haltet oder ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Denn, ja, nur so kann man das erreichen. Momentan läuft es ja wie geschmiert und das Rennen ist doch leider schon wieder fast vorbei. Und ich habe schon so viel erzählt, das gibt's ja gar nicht. Ja, wie gesagt, NASCAR wird auf jeden Fall jetzt mehr Gameplay kommen. Grid Autosport kommt auf jeden Fall auch wieder. Keine Angst, das machen wir auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, ich habe zum Grid Autosport schon genug gesagt. Ich werde das noch in der Grid Autosport-Folge selber nochmal erklären, warum ich da so ein bisschen weniger Content von Grid Autosport bringe. MotoGP natürlich bleibt, so wie es ist, und NASCAR. Das sind absolut meine, ja, meine, wie sagt man, Head-Projekte oder wie sagt man, ich weiß es gerade gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist das, was mein Kanal momentan auszeichnet, DTM ja leider auch raus, weil, ja, es war einfach zu unkonstant. Aber jetzt hier der Angriff. Guckt euch das an, wer da angeflogen kommt. Da kommt Marco Annett, nee, gar nicht wahr, Landon Cassill ist das und versucht mich da zu überholen, aber keine Chance, denn ich hänge ja schon an Danica Patrick hier dran und versuche natürlich da noch vorbeizugehen und gleich kommt diese mega coole Lackierung, die ich entdeckt habe für mich. Ich weiß auch nicht, fand ich sehr, sehr cool mit dem Typen von der Muppet Show hinten drauf, ist auf jeden Fall irgendwie meins, finde ich sehr cool. Der Wagen müsste jetzt gleich kommen irgendwie, nicht David Reagan, ich glaube, das war nicht David Reagan, das war irgendjemand anderes, wobei ich gerade nicht weiß, wie gesagt, wer das war. Ich hoffe, das Rennen gefällt euch natürlich. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon wollt, kloppt den Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe Bock darauf, weil offscreen aufzunehmen und dann hinterher was zu erzählen oder nur reines Gameplay hochzuladen, kann man ja zwischendurch mal machen. Mit der Replay-Cam, denke ich mal, kommt das sehr gut. So, und da kommt der Waltrip, Daryl Waltrip ist ja gar nicht wahr. Waltrip, Moment, wer war das denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Waltrip. Oh, jetzt lass mich mal überlegen. Ich weiß gerade nicht, wer den Wagen gefahren ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lackierung mit der Nummer 66. Michael Waltrip kann das, glaube ich, sein. Der ist mal wieder mitgefahren, wenn ich richtig liege. Und der hat eine richtig coole Lackierung. Müsst ihr jetzt mal in die Replay-Cam schauen. Gleich müsstet ihr das sehen. Das ist einer von der Muppet Show vorne auf der Motorhaube drauf. Ich glaube, das Auto war es. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich kann es jetzt nicht erkennen, leider, weil es so klein ist hier in dem Fenster von Premiere Pro, kann ich es leider nicht erkennen. Da sind wir auch schon in der letzten Runde. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, da gebt mir eine Bewertung halt. Schaut auf mein Social Media Zeugs vorbei. Links sind in der Videobeschreibung oder gleich in der neuen Endcard. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao. We'll be right back.